Herzlich willkommen zu Castlevania Lords of Shadow, die Ultimate Edition. Ja, endlich ist dieses Spiel endlich für PC erschienen. Ich kann gar nicht genug endlich sagen, ja, so, ich freue mich halt darüber, dass dieses Spiel endlich für PC erschienen ist. Einfach weil ich habe schon viel über das Spiel gehört, ich wollte es endlich selber spielen, konnte es immer nie, weil ich mir immer keine Konsole angeschafft habe, beziehungsweise auch keine Konsole anschaffen wollte. Ist ja jetzt auch egal, jetzt ist der Konsolenport für den PC einfach da. Es ist wirklich reiner Konsolenport, man merkt es gleich schon. Und ich habe hier nur ganz kurz angespielt, ich habe die Demo angespielt und habe schon gemerkt, ja, das will ich unbedingt spielen. Und ja, ich glaube, wir reden jetzt auch nicht mehr lange und gucken uns das Spiel einfach mal an. Ist quasi ein Reboot der ganzen Castlevania-Serie. Und dieses Spiel speichert an bestimmten Stellen automatisch. Bitte die Konsole nicht abschalten, während das Speichersymbol angezeigt wird. Ja, fällt mir nicht schwer, weil ich keine Konsole habe, ne? Also gibt's auch keine Konsole zum Ausschalten. Gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an mit einem neuen Spiel. Schwierigkeitsgrad. Ich bin mal mutig und mach einen auf Krieger. A storm is coming. Mankind faces ruin and despair. The world is changing. Yet hope remains in the hearts of the people. We go about our daily lives never knowing the forces that can change our destinies forever. We are oblivious, ignorant like sheep to the slaughter. This night, in the year of our Lord 1047, marks the beginning of our journey together. A journey into darkness, into madness. I watch him from the shadows. Is he the one? He has come far already, but he will be tested. Tested to the very limits of human endurance and beyond. This night he rides looking for the old gods, armed with an amulet that has led him here. Tonight he will begin his journey into oblivion. Ja, so viel zum Intro fürs Erste. Ich werde das jetzt nicht immer vorlesen, wenn hier immer dieses Buch aufgeht. Ihr könnt das ja selber nachlesen quasi. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, wie es denn jetzt überhaupt losgeht. Schwarzer Bildschirm, das ist immer gut. Ist immer gut. The struggle for supremacy is eternal. Inevitable. Victory is the natural objective of every creature on this world. They will kill and die for their kind to dominate. Some call this eternal struggle equilibrium, the balance between light and darkness. Es gibt nur Dunkelheit auf Erden. Mensch, er hat ja keine Ahnung. Ja, also man sieht schon, die Sonne geht unter. Dunkelheit, ne? Ist klar. Okay. These are dark times. Times without hope. Men of faith claim that this is a test from God to strengthen our spirit. Perhaps this is true, or perhaps it is simply a pious lie. If it is true, darkness has come to engulf once proud humanity, and we are witnessing the end of mankind. Das klingt doch schon mal nicht gut. Und hier sind wir auf unserem treuen Ross. Reiten hier in das kleine Dörfchen. Auf der Suche nach Antworten. Für das Amulett, das wir haben, das uns hierher geführt hat. Werden wir Antworten finden? Ich weiß es nicht. Das Pferd hält an. Sein Reiter steigt hinab. Bauern sind stark bewaffnet, aber nicht so stark wie ich. Denn ich habe ein Kreuz. Und eine Kapuze. Und schönes, volles Haar. Und gemeinsam mit den Haaren und diesem Kreuz werde ich diese Dämonen, die hier aufsteigen, niedermetzeln. Bis auf den letzten. So, hier kurze, ne? Einleitung für die Steuerung hier für mich. Ja, X ist direkt, Y ist Flächen.
Und A ist zum Springen gedacht. Nein, wirklich. Ja, es ist tatsächlich so. Wir können in diesem Spiel auch springen. Es ist einfach nur unglaublich. So, und jetzt verhauen wir einfach mal diese kleine Möchtegern-Dämonen, die eigentlich mit dämonenartigen Wesen kaum etwas gemein haben. Aber die scheinen irgendwie dämonisch zu besessen sein. Hier haben wir einen kleinen Heilschrein, an dem wir uns immer mal wieder heilen können, wenn wir es denn möchten. Müssen wir dann, glaube ich, RT drücken oder sowas. Genau. Und dann kommen auch schon gleich die nächsten Feinde. Also ihr merkt schon, das Ganze ist ein Hack'n'Slash oder Hack'n'Slay, je nachdem, wie es die Leute mal nennen wollen. Aber lass das doch mal hier. Ist nicht nett. Und er hat ein paar Dolche gedroppt. Mit denen können wir auch ordentlich Schaden machen. Zeige ich euch auch gleich. Die können wir werfen wie im allerersten Castlevania. Gibt es natürlich auch Sekundärwaffen, mit denen wir dann unsere Feinde ausschalten können. Ob es noch die Äxte und sowas gibt, weiß ich nicht. Aber werden wir vielleicht noch herausfinden. Wo ist jetzt der Rest? Also, die Sache ist die, man kann die Kamera hier nicht drehen. Das ist anscheinend auch so gewollt, dass man halt quasi immer einen Fokus hat auf diverse Sachen. Ja, mal gucken. Erstmal die Feinde hier so zerschnetzeln, wie sie gerade hier vorhanden sind. Hallöchen. Ach, da ist noch einer. Und ich kann ihn auch noch packen. Und im richtigen Moment muss ich A drücken, um ihn hier, ne? Das gleiche kann ich hier nochmal machen. Zack. Und nochmal, weil es so schön war. Wenn ich das im richtigen Moment mache, dann macht es natürlich mehr Schaden und so weiter und so fort. Na, mal gucken. Wenn du einen Feind tötest, erhältst du Erfahrungspunkte. Nein! Töte nun einige Feinde, um 25 Erfahrungspunkte zu sammeln. Okay. Ich glaube, ich schaff's. Los, komm her. Komm her! Kriegst ein paar aufs Maul hier. Davon habe ich jede Menge. Von ein paar aufs Maul geben hier. Irgendwo hinten sind anscheinend auch noch Feinde, weil die Dorfbewohner dahin gehen oder sowas. Ich weiß nicht. Na schön. Geh einfach tot. Du auch hier. Noch einer. Ach, da kommen sie her. Ist ja nett. Kommt direkt angelaufen zu mir. Auch das hätte ich hier gar nicht machen müssen. So, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt könnten wir hier quasi neue Fähigkeiten freischalten. Wir haben jetzt, hier sieht man schon, was wir schon haben, was wir noch nicht haben. Wir haben jetzt noch nicht die Guillotine. Dann kaufen wir die doch mal. Halte X gedrückt, während du in der Luft bist, um diesen Direktangriff. Ja, okay. Also damit können wir quasi aus der Luft heraus den Boden zu den Gegner zu Boden schmettern. Den Boden zu Gegner schmettern, ganz genau. Ah, das Ganze können wir dann auch noch später upgraden, wenn wir mehr Erfahrungspunkte haben und ähnliches. Und dann gibt es noch die Schleuderkette und noch mehr. Also es gibt wirklich viel. Da liegen Dolche, hätte ich gern. Danke. So, gucken wir mal die Guillotine hier. Wow. Schlägt auch schnell zu. Weg, weg, weg. Und ihr müsst auch alle verrecken. Vielen Dank fürs Sterben. Danke. Und er speichert. Ist nie gut. Speichern bedeutet immer großes Übel. Da donnert was in der Tür. Was ist es nur? Egal, ich habe mein Kreuz, das eine Peitsche ist. Ich glaube, die Tür hält nicht stand. Eins von den großen Viechern, das so aussieht wie die kleinen, so ein bisschen zumindest. Oh Gott. Ja, ich will nicht aufgefressen werden. Nee, ich bin heute nicht dein Mittag. Nee, geh weg. Geh dahin, wo du hergekommen bist. Ah, die falsche Taste. Verdammt, doch, war die richtige. Also wir können natürlich auch blocken. Wir können hier auch gleich ausweichen, zeige ich euch auch hier so. Ist im Prinzip dasselbe wie blocken, halt nur, dass wir uns dabei noch bewegen müssen. Ist an sich okay von Steuerung her. Die Steuerung ist wirklich, finde ich, sehr angenehm. Da habe ich schon Hack'n'Slays gespielt, die eine deutlich beschissenere Steuerung haben. Habe auch ihnen hier jetzt ein paar von diesen, sag schon, wie heißt es, Dolche geworfen, damit er ein bisschen Schaden bekommt, weil die halt ordentlich Schaden machen. Ey, lässt du das wohl hier? Das ist nicht nett. Echt nicht. Aua. Jetzt lass das doch mal hier. Du bist gleich des Todes geweiht hier. Ja, kannst du auch rumgrölen, wie du fröhlich bist, ne? Also. Oh mein Gott, was macht er jetzt? Er jault den Mond an. Oder zumindest mit dem Rücken gekehrt. Egal. Da liegt ein Holzding.
Den nehme ich mal in die Hand und dann springt er auch noch dämlich drauf. Yeah. Ist es ein Tod? Sieht gut aus. Die Augen glühen nicht mehr. Er liegt am Boden und rührt sich nicht. Da kannst du gucken, wie du willst. Wehe, du greifst mich jetzt auch noch an. Da bist du auch noch dran. Who are you? I am Gabriel. I have traveled here seeking the Guardian of the Lake. You are from the Order? They sent you? How do I find him? He will find you. In the forest. Das ist also das Amulett. Aber wir wissen nicht, was es damit auf sich hat. Noch nicht. Werden wir es erfahren? Ich weiß es nicht. Eventuell. Shit, mein Pferd ist tot. Leute, ich brauche ein neues Pferd. Habt ihr mal ein neues Pferd hier? Sonst, das Pferd könnt ihr auch verwenden für Lasagne, ne? Hat es ein paar mehr PS? Nein, natürlich nicht. Pferde sind Freunde, kein Futter. Ja. Okay, hier haben wir nochmal eine kleine Zusammenstellung hier, was wir jetzt alles getötet haben und so weiter und so fort. Und wir setzen die Mission fort. Die Fährte. Das ist die Weltkarte. Du kannst bisherige Levels erneut aufsuchen, indem du den linken Stick benutzt und die Stufe mit der A-Taste auswählst. Okay. I follow him into the old forest, watching him from afar. He is strong indeed. The one God comes to drive out the many, but here, in this place, God's influence is thin and threadbare. The old God still holds sway here. Few venture this far into the wood. He is disturbed by dreams, dreams that gnaw at his very soul. He will rest for the night, but rest will not come easy. The battle has left him weakened. But he knows the dream will return, and though he fears nothing on this earth, yet his nightmares sap the strength within him and leave a cold grip on his heart. Tomorrow he will use the old hunting path. Long has it been in disuse, but for now he dreams. Nein, so ein Tagträumer, ey. Na gut, dann machen wir mal weiter. Der Mond. Unendliche Weiten. Ah ne, irgendwie verkehrt. What motivates a man to confront the challenges that most of us would run from? Condemning him to solitude. Exposing him to defeat and death. The answer is love. A force so powerful that all reason becomes blind to it, blind to all things, even the truth. Loss of love can make a man desperate, desperate enough to do anything to bury the truth, to hide from its pain. Here you seek the Guardian of the Lake. I will take you to him, but we must be quick. Climb onto my back. Hurry! Was ist das für ein krasses Pferd? Wieso hat das irgendwelche Runendinger? Nein, es sind doch keine Runen, aber es hat irgendwelche glühenden Dinger drauf. Es ist ein Tron-Pferd. Nicht? Okay, dann nicht. Aber wir werden auch verfolgt. Na, Halleluja. Von diesen beiden Kreaturen, die wir jetzt vorher auch schon gesehen haben. Okay, Angriffe. Drücke X, um Bug anzugreifen. Drücke Y, um die Reiter anzugreifen. Okay, krieg ich hin. Gut. Dann lass mal losreiten hier. Also ich muss den nicht steuern. Das macht er alles hier von alleine. Erstmal die Reiter hier weghauen. Sonst muss ich wahrscheinlich auch noch zu Fuß gehen. Das muss ja nicht sein. Ach, du Kacke. Shit, jetzt muss ich auch noch zu Fuß rennen, ja? Ich sehe schon kommen.
Hervorragend. Hätte ich mal, ne? Mich besser angestellt, aber nö. Lass den Scheiß hier. Ach du Kacke. Okay. Da bin ich im richtigen Moment blocke hier. Und dann schnell X drücke, dann kann ich ihn wegschnetzeln. Okay. Los, komm her. Ich versuche das hier gerade so ein bisschen zu üben, ne? Einfach weil ich werde das bestimmt später mal gebrauchen. Und die Gegner hier sind ja jetzt noch nicht so schwer, außer die machen ein bisschen Schaden vielleicht, eventuell unter gewissen Umständen. Ey, lass den doch mal, Mist hier. Nicht nett. Da kommt unser treues Pferd wieder angeritten. Obwohl, unser Pferd ist es nicht, aber es kommt. Alles gut. Halt's Maul, du hast Mundgeruch. So. Meine Güte, und weiter geht's durch den Wald. Einfach mal hier die Peitsche schwingen, falls hier gleich die Deppen kommen. Ganz genau. Den anderen hier auch nochmal zur Seite dingsen, sonst rammt der mich wieder. Das muss ja nicht sein. Ey! Shit. Habe ich mich wieder nicht auf dem Pferd halten können. Na dann, ach du Kacke. Ist wieder so einer von diesen großen Viechern. Halleluja, das kann ja nur großartig werden hier. Ich bin schon wieder fast tot. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe doch eigentlich gar keinen Schaden bekommen. Da ist so eine Halsstatue, die hätte ich gerne mal. Moment. Muss mich kurz heilen. Ja, so, jetzt kann es weitergehen, Leute. Jetzt kann es weitergehen. Ich bin wieder voll dabei. Yeah. Ja, zur Seite hier. Danke. Deckung, 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 Deckung. Und jetzt. Ja, heul nicht rum hier. Nur weil du mich nicht getroffen hast, ja? Weg. Immer schön ausweichen hier. Irgendwas immer schön ausweichen. Ich weiß zwar noch aber nicht was, aber ausweichen. Ach du Kacke. Da, schnell X drücken. Verdammt. Ich dachte, ah. Das sah knapp aus. Ich hoffe, er hält nicht so viel aus. Geh weg. Aua. Lass doch mal den Mist hier. Trifft mich nicht. Wow, okay. Vielleicht trifft er mich doch, wenn er so weitermacht. Komm mir nicht zu nah. Das ist nicht gut. Also hier finde ich es wirklich manchmal hinderlich, dass die Kamera dann nicht steuerbar ist. Okay, es ist down. So, treues Pferd. Bring mich weiter. Da ist ein Abgrund. Du musst springen, Pferd. Du musst so springen, wie du noch nie gesprungen bist. I can travel no further. Ach, sag doch jetzt sowas nicht. You will find what you seek ahead. Und da löst sich das Pferd auf. Aber wir machen nochmal ganz gekonnt so eine tolle Rolle. Einfach weil wir es können. Ja, und bis hierhin ging die Demo. Von nun an ist es blind. Oh, neue Kombos sind verfügbar. Das ist ja hervorragend. Ne? Ich habe zurzeit 190 von diesen komischen Erfahrungspunkten. Dann kann ich da bei Gelegenheit auch mal hier die Talente mal gucken. Hier ganz kurz. Ja, ich weiß, neue Talente und so. Ja. Was haben wir denn Schönes? Zweitwaffen. Durchwelle. Interessant. Hier haben wir das Upgrade für die Guillotine, aber das haben wir noch nicht genug Zeug dafür. Und hier unten brauchen wir auch 400 Reittiere, haben wir Pferdreiten. Aber was anderes haben wir jetzt anscheinend noch nicht. Außer hier im Unterdings ist noch irgendwas. Aber nö. Doch, hier unten geht es ja noch weiter runter. Ist ja faszinierend. Geht es hier auch noch weiter runter? Oh ja. Da gibt es wirklich etliches an Zeug, was wir dann uns kaufen können, wenn wir denn die
Erfahrungspunkte dafür haben. Aber das haben wir im Moment noch nicht. Also Mission fortsetzen.